Du Lenny, ich habe mal eine Frage. Warum haben wir eigentlich so lange keine Filme mehr gemacht? Das Wehe hört sich gut an. Ich stehe schon 3 Wochen auf dem Sektor, auf dich zu warten und du warst einfach nicht da. Ja, ich war nicht da, weil ich einen richtigen Beruf habe und dem muss ich jetzt mal nachgehen. Ja. Ausnahmsweise. Er hat einen richtigen Beruf. Ich habe einen richtigen Beruf. Ja, also, aber jetzt habe ich mal Zeit und die Fans freuen sich total, wenn wir wieder mal einen neuen Film machen. Und ich habe auch schon eine Idee. Was haben wir? Also wieder eine Frage. Oh ja? Ja. Von einem Fan? Ja, von Fan. Stelle ich dir jetzt gleich nach dem Intro. Sofort okay. Nach dem Intro. Ich bin mal gespannt. Und jetzt kommt das Intro. So, ich habe nämlich wieder eine Frage, die ich weitergebe von 2 von unseren Fans. Silke und Carsten. Also Carsten ist ein Hardcore-Fan und Silke, die sich wahrscheinlich so semi für Boote interessiert, ist zwangsläufig auch ein Fan geworden, weil Carsten alle unsere Filme guckt. Aber die ist bestimmt Fan von mir geworden, weißt du? Natürlich ist sie ein Fan von dir, völlig klar. Also jedenfalls Silke und Carsten. Carsten ist ein Fan von mir, Silke von dir mehr so. Silke und Carsten wollen wissen, wie man ein Schiff richtig festmacht am Steg. Also ich kann diese Frage nachvollziehen, weil ich weiß das selber nicht so richtig. Wir haben jetzt hier... Du fährst jetzt so lange. Du wirst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du nie weißt, wie du ein Schiff festmachst. Nein, also natürlich weiß ich, wie man ein Schiff festmacht. Im Grunde nimmt man 2 Strippen, die eigentlich Leinen heißen und nicht Seile. Diese Dinger nimmt man und bindet die irgendwie an am Schiff und irgendwie draußen. Und dann ist das Ding irgendwie fest und das war's. Mehr weiß ich nicht. Wie man das wirklich macht und dass das bestimmt irgendeinem System folgt, das kannst du uns sicherlich erklären. Und dann hast du aber Glück. Warum? Ich weiß es auch nicht. Natürlich weißt du das. Also, pass auf. Ich habe dir das Schiff jetzt ganz perfekt in die Vorspring gelegt. Das ist mir schon aufgefallen. Motor läuft. Ja, Motor läuft. Wie das geht, das könnt ihr hier oben euch angucken in dem Film. Und wir haben es euch auch in die Videobeschreibung nochmal reingeschrieben. Hier und da unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr den Film nochmal nachschauen, wie lege ich mit der Vorspring an. Das haben wir jetzt gemacht. Das hat natürlich Silke und Carsten machen das auch. Nur noch, seitdem sie das Video gesehen haben. Denkst du ja? Natürlich. Ja. Alles, was wir zeigen, machen die Leute dann sofort nach. Und jetzt wollen sie wissen, und ich will es auch wissen, erklär uns bitte das System, wie man ein Schiff vernünftig festbindet. Muss ja irgendein System geben. Ja, ich kann es mal versuchen, aber so richtig weiß ich das auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Natürlich weißt du das. Komm, du stellst dein Licht wieder unter den holländischen Scheffel. Ich kann dir doch nicht alles verraten, Mensch. Doch, du musst uns alles verraten. Das ist ja der Sinn und Zweck dieses Kanals. Dann frag den Holländer, dass er uns alles verrät. Heißt ich versuche dir das mal zu erklären. Das wäre eine super Idee. Er wird sowieso nicht schnallen, aber gut. Na gut. Ich geb mir dann komm mal mit. Hast du Leinen da? Oder? Guck mal da. Ihr habt da mal wieso was vorbereitet. Wieso sind die nicht am Schiff fest? Naja, wir wollen ja vom Urschleim anfangen. Ach so. Ja, wir wollen ja anfangen, dass man die natürlich am Schiff festmachen muss. Die meisten Leute, die anlegen, haben neben sich eine Bank und da liegen 4 Seile parat. So ist es. Ja. Das habe ich auch. Wenn ich im Hafen komme, ich fahre an, da liegen immer 4 Leine oder irgendwie. In diesem Fall 3 Leine liegen da einfach so rum. Natürlich kann ich dann nehmen. Ja, natürlich. Also natürlich gehören die zum Schiff und sind auf dem Schiff normal. Ach, du hast die da so hingelegt. Ja, aber das würde ja den Film endlos verlangsamen, wenn wir jetzt an die Kiste gehen würden und würden die Seile rausholen. Und würden. Würde mich wirklich mal interessieren, wo du die in deine Leinen hängen hast. Alle? Oder liegen hast. Liegen, also die hängen. Normalerweise am Schiff. Bei mir hängen diese Dinger hier extra an so einem Haken, den die Hersteller dieses Schiffes dafür angebracht haben. Hier, guck mal, so ein Leinenhaken. Das siehst du? Schick, und, ne? Und wieso liegen deine Leinen denn dann auf dem Bank da? Damit wir. Das kann doch nicht wahr sein, wenn du hier bist und du fährst ab und du sagst, du denkst so von, und tschüss, wir fahren jetzt ab, ne? Ja. Macht man doch nicht. Nein, macht man nicht. Die sind natürlich alle, wir haben die nur aus Demonstrationszwecken jetzt dahin gelegt. Ach so, okay. Nee, wir haben die dahin gelegt, damit ich einen Gag draus machen kann. Heb mal auf, du bist kurz als ich. Ja, hast du recht, ich hab's nicht so weit. So, bitte sehr. Danke. Also, wir haben die Dinger natürlich an Bord, wie jeder andere, die auch an Bord hat. Ja. Davon gehen wir aus, klar. Das ist jetzt mal seriös, ja? Jetzt mal seriös. Ja. Also die sind an Bord. Und wie, so, ich liege jetzt in der Vorspringen und jetzt habe ich hier so einen Steg und... Wenn ich längst mich festmachen will, wie mache ich das Schiff fest? Und du glaubst nicht, was wir hier schon für einen Zoff hatten mit Heike,
wie das Schiff festgemacht wird. Weil also, du alles besser weißt. Ja, naja, ich stehe oben da am Steuerstand und Heike steigt dann aus. Das kleine Kapitän. Ja, und Heike steigt aus und macht das fest und dann ist das, hinten geht der Arsch weg und vorne geht's weg und dann liegt es nicht richtig. Und dann aber du hast ja jetzt alles richtig gemacht. Der hängt jetzt in der Vorspringung, hast deinen Motor, hast du nach vorne Schub. Ja. Kann man da in diesem Video nochmal begucken. Ja. Da oben war das, glaube ich. Oben links? Ja, genau. Oben, und im Prinzip liegt es schön gerade. Dus jetzt kannst du eigentlich in aller Ruhe kannst du deine Leinen feste machen. Eben, jetzt kann man in aller Ruhe die Leinen feste machen. Und was ist dann jetzt die Frage? Die Frage ist das eigentlich, wie mache ich das am besten fest? Wie mache ich es am besten fest, so dass der, also es ist ja sicherlich, mein Schiff hat die Eigenart, das ist nicht gerade, weißt du, es geht nicht gerade, sondern mein Schiff geht so, ist so ein bisschen bauchig. Ich möchte aber, dass das Heck fest liegt und in der Mitte. Dann würde ich mich beim Hersteller beschweren, weil das geht nicht. Ne? Ja. Aber gut. Muss ich verstehe das schon. Ja. Ich weiß, was du meinst. Du siehst meine Problematik. Und die Problematik von Silke aber, und Carsten. Ja, auch. Ja. Auch. Das Wichtigste ist immer, der Hinterteil von dem Schiff ist ziemlich gerade. Ja. Gerade. Das muss auch mit der geraden Seite anliegen. Jetzt richtig. Liegt er frei. Richtig. Wir machen es jetzt mal fest. Mhm. Und wenn er dann dein Getriebe raus ist, dein Gang raus ist, dann legt es sich von alleine wieder schön auf den Platz. Richtig. Und das möchtest du gerne sehen. Möchte ich jetzt gerne sehen. Ja, was eigentlich wichtig ist, dass diese Leine hier, ja. Jetzt hast du, dein Schiff ist ziemlich hoch gegenüber diesem Steg. Ja. Das am besten wäre natürlich, wenn es niedriger wäre. Schöner wäre, wenn die Klampe hier wäre. Ja, oder du nimmst die Klampe da. Die dahin. Wäre besser jetzt die in kann, dem Fall. Die kannst du auch nehmen in diesem Fall. Ist es wirklich besser, ja? Naja, besser, nein. Also, der Höhenunterschied zwischen Klampe und Steg soll möglichst gering sein. Ja, die Leine muss hinten immer so kurz wie möglich sein. Ja, aha, merken wir uns. Weil, wenn du es kurz hast, kannst du es an den Steg ranziehen. Richtig. Du ziehst dich jetzt an den Steg ran, so kann er abhauen, siehst du? Wenn man wegkommt, kurz, ist er weg. Wenn man in Welle kommt oder so, ist er weg. Das ist entweder doppelt oder, darf ich auf dein Schiff? Natürlich, ja? Ich bitte drum. Ich habe auch saubere Füße. Ja, alles klar. So, aha, also richtig. Entweder macht man es doppelt, ist so. Und so, ja. So, und da kann den Verschieber nicht mehr wegrutschen. Richtig. So, jetzt kannst du mal anziehen. Ja, so, und jetzt, wie macht man das mit so einer runden Klampe hier? Das ist ja auch so eine Klampe von, weiß ich nicht, 1910 oder was? Egal, also sahen die immer so aus früher. Ich ziehe es jetzt mal ran. Mach ich mal einfach fest. Zweimal rumwickeln. Und dann einmal so querlegen und dann ist er erstmal fest, richtig? Ja, so gut. Ist er erstmal fest. Perfekt. So, jetzt kannst du den Motor erstmal ausmachen. Das mache ich jetzt. Moment. Gut. Guck mal, was jetzt passiert. Jetzt ist er schon schön dran. Ist er eigentlich schon ganz gut dran, oder? Schick, wa? Ja, ist schon mal nicht schlecht. Ja. Aber trotzdem kann er ihn nachher bewegen und das wollen wir ja nicht. Okay. So, eine haben wir hier jetzt festgemacht. Kannst du mit einer kurzen Leine machen, du siehst es mal fest. Ja. Jetzt hast du hier auch noch einen Boulder. Eigentlich ist es ein bisschen blöde Situation, weil der ist ziemlich hoch gegenüber dem Steg. Richtig. Das, wir nehmen einfach eine neue Leine. Aha. Was denn das? Das ist doch keine neue Leine. Naja, wo hast du denn der her? Das ist die zweite Qualität. Das ist Qualität B. A-Leine, B-Leine. Billigzeug. Ja. So. Oh. So, und dann gehen wir nach vorne. Okay. So. Und durch da nach vorne gehen, so, und den ein bisschen anziehen, dann ziehen wir quasi, wenn die Leine vorne nicht so stramm wäre, die würde ich jetzt mal ein bisschen locker machen vorne. Soll ich? Ja, mach mal. Mach mal. Hat die Leine wieder richtig vorne. Wie viel soll ich die vorne lockerer machen? Bis er hinten ankommt. So, ich mach die jetzt locker. Guck mal. Siehst du sag, jetzt? Wie weit? Ja, noch ein bisschen. Ja, jetzt kannst du festmachen. Warum legen wir jetzt noch die zweite Leine? Was erfüllt das? Das ist eigentlich ein Hinterspring, ja. Die wir von vorne, von hinten nach vorne machen. Ja. Damit rutscht das Schiff nicht nach hinten. Richtig. Guck, die Welle kommt jetzt von der Seite, die würde das Schiff normalerweise nach hinten drücken. Ja. Vorne wird die Leine lose sein und hinten dreht das Schiff dann weg. Richtig. Deshalb machen wir es jetzt so fest. Und jetzt können wir zwei Sachen machen. Wir können es so machen, wegen Klampe belegen so. Ja. Kann man machen und dann noch mal wieder zurück. Aha, das jetzt aber nur so, naja, so ich Sicherheit. Sag, wenn so ein großes Schiff wie diese macht eine doppelte Leine dran, ja. Dann wenn eine Seite kaputt geht, dann hast du noch eine andere. Hängt er noch ein bisschen dran. Gut, also
Wenn ich jetzt das zusammenfasse, diese Hinterspringen verhindert, dass das Schiff nach hinten gedrückt wird. Genau. Weil, wenn man sich die Fahne anguckt da oben, die zeigt wunderbar an, dass das so, das wird im Grunde, das Schiff wird jetzt bei, durch den Wind, den wir jetzt haben, so nach hier gedrückt quasi. Genau. Und dadurch, dass es nicht nach hinten weggeht, da haben wir jetzt diese Hinterspringen gelegt. Genau. Und hier hinten, die verhindert, dass es, ja, ja, also verhindert das Gleiche im Grunde. Nee, die verhindert eigentlich quasi, dass er dahin gedrückt wird. Also die musst du dann so kurz wie möglich machen. Richtig, dann richtig. Macht ein Springen, dass er nicht weg kann, so, dass er nicht richtig. Reinziehen kann. Und dann jetzt, ist es vorne eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Aber jetzt kann er im Prinzip noch nach vorne. Aha, okay. Deshalb machen wir noch Leine nach hinten. Jawohl. Oder die hast du eigentlich schon. Du hast einen die Vorspringen. Drin. Also wenn ich mir die Sache mit gebührendem Abstand jetzt so angucke, liegt die natürlich hinten wie eine Eins. Ja, deshalb ist es auch immer wichtig, das hinten so kurz wie möglich machen. Ja. Und dann einen Spring legen, ja, dass man nicht mehr nach hinten oder ausbrechen kann. Ja. Und wir haben jetzt vorne, hier haben wir auch einen Spring nach hinten liegen. Ja. Mit dem Vorspring heißt er eigentlich. Ja. Aber du siehst, er bewegt sich immer noch dahin. Ja. Siehst du? Ein bisschen. Da ist noch richtig Zug auf dem Leine. Da ist richtig Zug. Das Schiff geht immer noch hin, so hin und her. Genau, genau. Wenn der Wind ihm so drückt, bedeutet, dass er nur in einer Leine hängt. Aha. Das, deshalb machen wir noch einen von vorne. Dahin. Gut, gute Idee. Kommst du so ran oder muss ich rauf? Och, ich geh rauf. Ich kann auch baden gehen. Ich geh rauf. Ah. Gut, ich geh nicht rauf. Das dauert immer so lange. Ah. Auf diesem Mann. Wenn man groß ist, hat das doch manchmal Vorteile. So, ja. Gut. So. Aber jetzt musst du trotzdem noch mal an Bord. Warum? Weil ich gebe dir die Leine zurück. Ah, doppelte Leine. Und wir haben gesagt, wir wollen doppelte Leine legen. Sehr gut. Und nicht einzeln. Jawohl. Dann geh ich wieder auf. Ah. Zack, zack, jeder Gang macht schlank. Deswegen mache ich ja den Kanal. Um naja, darüber wollen wir mal nicht reden, wa? Naja, aber da können wir gerne drüber reden. So. Unser Wettbewerb, wer ist schlanker im Sommer, der ist irgendwie 0-0 ausgegangen, oder? Müssen wir drüber reden? Mach was. Wenn man denkt, wenn ich will ein Schiff anziehen, so. Ja. Weißt du? Ach, das ist ja 20 Tonnen, das kann ich locker machen. Ja. Mach dann nicht, mach einfach die Leine so fest. Ja. Einmal drauf treten und dann kommt es schon. Ah. Und dann kannst du die Leine anziehen, fertig. Ist viel leichter. Auch ein guter Trick. So. Du, ich habe nur gute Tricks. Ja, du hast gute Tricks. Ja, ne? Und du verrätst sie mir alle kostenlos. Oder? Naja, darüber müssen wir noch mal reden, glaube ich. Ah ja, stimmt, ja. So. So, so jetzt. Das kannst du da noch mal festmachen. Ja. Dann hängt dann jedenfalls eine doppelte Leine. Ja, perfekt. Zieh die Leine hoch. Weil ich ja ordentlich wende, wer weiß, was passiert. So. Jetzt mache ich hier oben auch noch mal um die Klampe rum, ja. So. Und das ist auch immer so schön, weil stell dir mal vor, dass der so die Bootseigene seine Miete nicht bezahlt hat. Ja. Dann muss der Hafenmeister zwei Leinen durchschneiden, statt eine. Da hat er ein bisschen Arbeit, weißt du? Stimmt, stimmt. Kommt ja bei mir nicht vor. Nö, sag ich auch nicht. Ich habe ja einen Dauerauftrag. Ja, wirklich? Ja. Muss ich nochmal nachsehen. Ja. So, also, jetzt haben wir hier vorne auch noch mal eine Spring gelegt. Ja. Nee, das ist keine Spring, einfach ein Seil gelegt. Ja. Aber wir haben ein doppelt, wir haben das Seil doppelt gelegt. Ist jetzt egal, ob die Dinger so direkt nebeneinander liegen oder wegen der dicken Klampe quasi ja etwas weiter auseinander sind. Aber Fabi, das Seil heißt Leine. Ja. Sonst kriegen wir wieder 30 Kommentare, dass du nicht Seil sagen sollst. Ich persönlich finde es völlig egal, was man dazu sagt. Es ja, du kannst auch eine Wäscheleine nehmen. Eben. Kann auch Wäscheleine nehmen. Ja, genau. Kann auch Wäscheleine nehmen. Ja. Nee, aber das Wichtige beim Schiff ist eigentlich, wenn du das festlegst, siehst du, du bist im V. V. Du legst vorne ein V, du legst hinten ein V. Ja. Aber hinten legst du die V so kurz wie möglich. Ja. Damit er nicht weg kann. Ja. Und dann liegt er so, liegt er gut. So und so liegt jedes Schiff richtig. So liegt eigentlich jedes Schiff richtig hier. V. Ja. Gott sei Dank, dass es kein Z ist. Nee, so, dann ist jetzt da hinten. Nee, jetzt hätten wir den Film ja nicht drehen dürfen. Man kann mit diesem Mann nichts anfangen. Wirklich. Also, wir legen zweimal ein V. Wenn du so weitermachst, ne, nehme ich wieder 3 Wochen Urlaub. Zweimal ein V. Nein, aber ich finde jetzt so, jetzt warte mal. Ich gucke mir das mal von draußen an. Ja. Und sage jetzt mal ungeschützt, so gut war das Ding noch nie angebunden. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst das wirklich gut. Nee, ich habe in YouTube geguckt. Ach so. Hm. Den Kanal müsst ihr mir mal verraten, wo das ja alles steht. Sag doch mal den Holländer, heißt das. Ach so. Guck mal, geil. Also, guck geil, mal. Sieht da wirklich geil aus.
Heike, muss doch sagen, oder? Ja, so gut habe ich es bisher auch noch nie hinbekommen. Schreib dir das mal hinter deine Kameraohren, wie man das macht. Merk dir das mal. Sie hat hier unten auch das Lauf da. Ja, weil ich mach's ja eigentlich gar nicht. Aber eigentlich ist das ja... Ich frag ja nur für eine Freundin. Ich stehe ja da oben, weißt du? Und bräsig. Jawohl, ja. Vorspringen raus. Also eigentlich müsstest du jetzt die Kamera nehmen und Heike müsste jetzt eigentlich, müsste das eigentlich Heike lernen. Von rechts wegen ja, aber Heike ist ja nicht blöd, die kann sich das ja merken, auch wenn sie hinter der Kamera ist. Sie kann ja den Film nachschauen. Die kann sich den Film ja auch angucken. Die schneidet mir auch, da kann sie dann haben, schneiden Heike, halt wenn du es nicht mehr weißt, ne, wie es geht, ne, guck dir einfach diesen Film an und du weißt genau, wie es geht. Nein, aber... Was ist jetzt? Bekommen wir jetzt noch, gehen wir jetzt... Oder machen wir weiter oder können wir was trinken jetzt? Oder? Nee, weißt du, was wir jetzt machen? Ne? Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen mal ein bisschen über den Hafen und gucken uns mal an, ob die Schiffe, die so bei dir im Hafen liegen, ob die so halbwegs richtig oder nicht so richtig an den Bund sind. Ach nö, wa? Doch. Muss das sein? Ja, das muss sein. Weißt du warum? Da kann man die klassischen Fehler zeigen, die man machen kann. Weil wir machen ja keine Fehler mehr. Aber du kannst zeigen. Aber der kann, ja, okay. Naja, also wir verfremden die auch alle, damit keiner sich persönlich auf den Schlips getreten fühlt. Bitte sehr, ja. Nach ihnen. Ja, doch, interessiert mich mal. Guck mal, perfekt. Der ist zum Beispiel schön gut angebunden. Ja. Die hat sein vorne sein V angemacht, ja. V und hinten auch. Damit liegt er genau in der Mitte, ja. Und braucht er eigentlich quasi auch keinen Finder. Auch wenn jetzt mal eine richtige Welle kommt, ja. Er wird nicht anscheuern, er wird nicht anstoßen und ja. So weiter und so weiter. Ja. Der zum Beispiel hat es nicht richtig gemacht. Nee. Warum weil, nicht? Weil die nicht gespannt sind, weil das alles irgendwie, ja... Ist zwar auch, nee, das ist ja nicht, der hat sich hier... Na, wenn er der Leine ein bisschen kürzer gemacht hätte, ja. Wäre er genau in der Mitte und würde nicht an den Steg ranscheuern. Richtig, richtig, ja, genau. Also die Leinen sollten schon so in der Box sein, guck dass... Guck mal, jetzt soll er da dran, hat ja. Den Fender dran. Genau. Ich gehe da mal jetzt rauf und ziehe das mal ein bisschen an und guck mal, was passiert. Ja, mach mal. Sonst macht er ja deinen Steg kaputt. So, guck mal, genau. Wenn du jetzt nämlich... Reine Geometrie. Jawohl, das kürzer. Zack. So. Und jetzt liegt er in der Mitte und kann er nicht mehr scheuen. Nee. Alles gut. Schon mal besser. Genau. Jetzt könnte man die Leine noch ein bisschen kürzer machen hier. Könnte man. Aber muss man nicht unbedingt. Muss man nicht, aber... Nee, aber er scheuert nicht mehr. Er scheuert nicht mehr. Das Boot geht nicht kaputt, ja. Steg geht nicht kaputt. Richtig. Alles richtig. Alles richtig. So, der hat jetzt hier über Kreuz sich angelegt. Ja, so kann man es auch machen. Macht das Sinn? Ja, das hat so viel Sinn, wenn der ziemlich schmal ist, ja. Da ist nicht viel Platz. Ja. Dann, wenn du dann über Kreuz legst, dann kann er quasi nicht nach links und nicht nach rechts. Stimmt. Wenn du den zum Beispiel hast... Du würdest so hinlegen, du siehst schon, er bewegt sich noch ein bisschen, siehst du? Ja. Und das macht er jetzt nicht mehr. Richtig. Stimmt. Das ist auch, wenn ich hier jetzt drücken werde, siehst du, geht nicht weiter. Stimmt. Ja, über Kreuz. Siehst du, ich geht auch nicht weiter. Er kann in den Backbord oder kann in das Steuerbord. Mhm. Wenn ich diese bewege, guck, da geht es schon, siehst du? Ja. Er geht nicht weit, aber geht noch ein bisschen. Hin und her. Was hältst du von diesen Gummidingern grundsätzlich? Ja, die fangen natürlich eine Menge auf, auch wenn mal richtig Wellengang ist und so. Ja. Zieht nicht so an die Leine, zieht nicht so an die Klampen, weil die Klampen, die haben natürlich ordentlich was zu halten. Ne? Wenn richtig Druck ist, wenn Winddruck hast. Wenn das GFK Winddruck auf oder richtig Welle hast, die schlägen dann ordentlich, dann fängt schon eine Menge auf. Also sowas ist ganz gut. Ja, siehst du, das ist auch ein schönes Beispiel hier. Ja. Siehst du? Hinten kurz angebunden, ja. So kurz wie möglich. Ja, gegen einen Fender, gut. Liegt er gerade an den Fender, ja. Schiff liegt gerade, alles super. Kann man eigentlich sagen, wenn man so ein kleines Ding hat, was nicht so schwer ist, dann ist es jetzt auch nicht so tödlich wichtig, wie viel Leinen man da hat. Je schwerer ein Schiff ist, umso entscheidender ist das natürlich. Naja, bei so einem Boot wie diesem reichen natürlich zwei Leinen. Reichen, ne? Aber wenn man ein 20 oder 25 oder 30 Tonnen Schiff hat, braucht man ein paar mehr Leinen. Dann braucht man ein paar mehr Leinen, ja. Ja. Genau. Und dann auch nicht schon Leine, ja. Aber schon Leine. Wie ist es eigentlich, wie dick müssen meine Leinen sein? Da habe ich auch schon die tollsten Sachen gesehen. Du, ich habe kleine Boote gesehen, die haben so Taue, da ist die Klampe zu klein, um den Tau rumzuwickeln. Das bringt auch nichts. Naja, dann ist oder entweder die Klampe Leine. Zu klein oder die Leine ist zu dick. In ja. Diesem Fall würde ich dann sagen, die Leine ist zu dick. Richtig. Also was ist denn so ein gutes Verhältnis? Was soll man denn, kann man da so Pi mal Daumen so eine Für so ein Boot wie diese hier zum Beispiel, wenn man dann ein 8 bis 10 Millimeter hat, dann das reicht. Okay.
Bei deinem Schiff, so wie du das hast, in 20 Tonnen, bist du bei 14, 16 mm. Ja, 16 habe ich auch gekauft. Ja. Also 16 ist eine gute. Hast du das so über den Daumen gekauft oder hast du gedacht, ich habe mir die Preise angeguckt. Oder hast du bei den Nachbarn geguckt, was die haben? Mir die Preise angeguckt, habe mir so gedacht, 14, 16, kein großer Preisunterschied, nimmst du 16. So. Weißt du? Und ich dachte immer, er ist geizig. Ja. Nein, ich habe 16 genommen. Da bin ich nicht so. Nimm 16. So, jetzt gucken wir uns mal die an, die hier so am Steg liegen. Zwei Leinen. Naja. Was sagst du so? Naja, da konnte noch eine drin. Hier so noch eine, ne? Ja, weil er wandert jetzt nach vorne und nach hinten. Ja, der wandert nach vorne und nach hinten, ne? Weil, du musst dir vorstellen, wenn die alle hintereinander liegen, ja, und da ist nicht viel Platz, dann muss man auch dafür sorgen, dass das Schiff auf dem Platz liegen bleibt, wo er liegt, ne? Ja. Das braucht man eigentlich einen Spring nach vorne und nach hinten. Ja. Oder einen in der Mitte, einmal nach vorne, einmal nach hinten, damit er nicht wandern kann. Also hier weil wenn jeder das macht, dann schieben die alle zusammen und dann kracht es mal. Ne? Ja. Na, das ist keine Spring. Warum? Das ist ein Witz. Warum? Na, weil das hier, guck mal, der kann, das ist eine Schleife, die kann nach vorne und nach hinten durchrutschen. Also ist ja keine Klampe, also nicht richtig belegt. Ha? Der Junge hat aufgepasst. Ja, der hat aufgepasst. Der hat aufgepasst. Weil das ist ein Scherz hier, das Ding. Ne? Wenn hier richtig Druck kommt, dann kann der sich ganz hier, so lang wie das Seil ist, nach da bewegen. Naja, er hat es nicht komplett richtig gemacht, aber es ist in die richtige Nähe. Ja, weil also die Absicht war zu erkennen, aber die Ausführung lässt noch zu wünschen übrig. Ja. Genau. Man kann auch nicht immer alles perfekt machen. Nee, das ist richtig. Außerdem, dafür haben wir diesen Kanal. Für Leute, die nicht immer alles perfekt machen, ist der Kanal perfekt geeignet, wie für mich zum Beispiel. Aber weißt du was? Ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, viele Fragen immer wieder. Wie belegt man eine Klampe richtig? Zeig's mir doch mal, wie man es richtig macht. Und ich mach's. Naja, also, man zieht es so ran. Ja. So, zieht ein bisschen an Leinen, damit du es anziehen kannst. So. Ja. Weißt du? Dann legt man die Hand drunter. Ja. Dreht drunter durch so. Ja. Zieht so fest. Das gleiche machen wir nochmal. Schleife drunter Seite durchlegen. Ja. Und fest ist er. Und mehr muss man eigentlich auch nicht machen. Das braucht man nicht. Ja. Und wenn du jetzt anziehen würdest, dann zieht es sich selbst fest. Siehst du? Richtig. Richtig. Mehr braucht man nicht. Mehr muss man nicht machen. Nee. Da gibt es welche, die wickeln das da noch 20 Mal rum. Nee, und so. Das ist Quatsch. Ist nicht nötig. Okay. Naja, du, wenn sie Zeit haben und Lust haben, kannst du es gerne machen. Ja, aber es ist nicht nötig. Ne? Aber jetzt möchte ich gerne mal sehen, ob du das auch kannst. Natürlich, ich habe ja zugeguckt. Wirklich? Ja. Das ist ja mein ganzes Geheimnis. Ich lerne schnell. Weißt du? Ich habe schon so viel gelernt, glaubst du ja nicht. So, also, pass auf. Ich zeig's dir. Ich mach's nach, besser gesagt. So, man zieht so erstmal fest. Dann zieht man hier nochmal das Schiff ran und zieht hier nochmal nach. Dann macht man es so und dann macht man es so und fertig. Ey. Hä? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und wenn jetzt das Schiff, wenn jetzt Sturm ist, ich mache jetzt mal Sturm, zieht er sich selbst fest. Voilà. Ich bin begeistert. Ja. Es wird immer besser mit diesem Mann. Ich bin auch begeistert von mir selbst. Immer besser. Aber gut, wir haben es nicht so, so wie wir es vorgefunden haben, müssen wir es auch wieder hinterlassen. Ne? Richtig, also wieder rumlegen. Einfach rumlegen so. Rein optisch. So lag das nämlich so. Genau. Und wenn er wiederkommt, fragt er sich, seit wann er so gute Klampen legen kann. Ja, genau. Ja. Gut. Silke und Carsten wissen jetzt Bescheid, wie man ein Boot richtig festmacht. Hm? Ich weiß auch Bescheid. Und weißt du, was ich jetzt demnächst machen werde, wenn wir anlegen? Ich fahre das Schiff in die Vorspringen, leg das Ruder weg vom Steg, leg dann sozusagen den ersten Gang ein, lass das Ding laufen und sage dann zu meiner Frau, du kannst sitzen bleiben. Ich steige aus und mache das Schiff fest. Und? Geil, ja? Perfekter Bootsführer und Ehemann. Ja. I've been coming up hot for a minute.